Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Einen wunderschönen guten Tag. Tatsächlich bin ich jetzt gut drauf. Heute Morgen hatte ich so einen Mental Breakdown Moment. Also heute Morgen war wirklich volle Katastrophe. Da ich mit kleinem Baby M zum, ich will immer Tierarzt sagen, es tut mir leid, zum Kinderarzt musste. Heute war wieder Impfen angesagt. Und oh, diese 25 Minuten Autofahrt ist absolute Vollkatastrophe. Weil dieser kleine süße Frechdachs einfach kein Autofahren mag. Sobald ich sie reinsetze, zack, ins Auto, dann ist Gebrüll und Geschreie des Todes. Wie wenn sie, keine Ahnung, Ameisen auf dem Sitz hätte. Die schreit nicht nur, die weint nicht nur, nein, die kreischt. Die fängt richtig an. Ich weiß nicht, ob ich glaube, ich habe sogar ein kleines Audiostück, was ich euch zeigen kann. Was gibt es Neues? Ja, ich merke tatsächlich, dass ich oft auch an meine Grenzen komme und ich finde, das sollte man auch mal sagen, auch sagen dürfen. Hey, Mutti ist da draußen, ihr seid nicht alleine, ich fühle mit euch. Und glaubt mir, sehr viele andere fühlen auch mit euch. Auch wenn sie nicht wissen, wie man halt einen unterstützen kann. Weil meistens kann ich nicht viel machen. Baby ist jetzt 5 Monate alt. Ich habe versucht, einmal zu streamen, während sie schläft. Das hat ganze 15 Minuten funktioniert. Dann ist sie aufgewacht und ich hatte dann so ein schlechtes Gewissen, dass ich sie nicht einfach beim Vater abladen konnte, dass ich den Stream abgebrochen habe. Also nein, ich habe noch nicht wirklich gestreamt. Ich hoffe, es funktioniert demnächst. Es tut mir leid. Leute, es tut mir wirklich so leid. Ja, ich streame, wenn sie 3 Monate alt ist. Mhm. Ich habe das ein bisschen unterschätzt mit dem Thema, ja, die wird schon schlafen. Dieses Thema, sie wird schon schlafen, ist sowas von dermaßen nach hinten losgegangen. Vielleicht, toi, 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 haben wir ja jetzt Glück, dass sie ein bisschen nachmittags schläft. Wobei ich halt sagen muss, ich mache halt alles Mögliche, nur nicht Computer, wenn die Kleine halt schläft. Wenn sie wahrscheinlich mehr Rhythmus hat, beziehungsweise mehr schläft, dann werde ich wahrscheinlich auch zu mehr kommen. Ich habe es ja schon mal in den letzten Videos gesagt, ich mache gerade noch eine Ausbildung zum Ernährungsberater, was natürlich auch Zeit frisst, weil ich natürlich auch lernen muss. Da muss ich aber halt dazu kommen. Gell? Und ich hoffe, dass ich es in dem Zeitraum schaffe. Heieieiei. Gell? Kleine Kartoffel, du. Aber tatsächlich in den meisten Fällen komme ich eigentlich ganz gut klar. Es gibt aber Momente am Tag, eigentlich aktuell, also wirklich aktuell, fast jeden Tag, wo ich einmal so wirklich eine kleine Krise habe, weil, ja, zum Beispiel, ich hatte die letzten Tage, bin ich einfach nicht dazu gekommen zu duschen. Und ich meine nicht letzten Tag, sondern letzten Tage. Es hat einfach nicht funktioniert zeitlich. Ich habe dann das gemacht, jenes gemacht, dieses gemacht. In der Zeit, wo ich Zeit hatte, dass ich nicht zum Duschen gekommen bin. Das ist doch nicht so einfach, sind nur 10 Minuten. Ja, ja, aber in den 10 Minuten kannst du zum Beispiel auch dich um den Abfluss kümmern von dieser scheiß Küche, die so verdammt nochmal verstopft war, dass die Spülmaschine dieses Sumpfwasser schon durchs Waschbecken gedrückt hat. Ja, gell, das findest du bitte lustig, wenn man sich aufregt. Das findest du lustig. Ich habe dann tatsächlich innerhalb von einer halben Stunde das komplette Waschbecken, beziehungsweise unterm Waschbecken sind ja haufenweise Putzmittel und so ein Scheiß, alles rausgeräumt und versucht sauber zu machen. Dann hier so von einer Freundin so ein Schlauch, wo man an Wasserhahn anschraubt, damit mit so einer Düse vorne dran, in dieses Loch reingestopfelt und dann Wasserhahn an und natürlich, weil klein Niki Gehirn dachte, es wäre sinnvoll,
damit ich ja besser rankomme, dieses Rohrstück, also mir vorstellen, ne, kommt aus dem Boden so ein Teil und dann hast du ein Rohrstück dran, dieses Rohrstück wegzumachen, damit ich das den Schlauch weiter einzustopfen kann, wo aber Niki nicht hingedacht hat, dass da ja Wasser drin ist, dann ziehe ich das Wasser ab und dann kommt die ganze Essensrestschwacke rausgeschwabbelt, lief mir einmal hinter die Küchenschränke und ich dachte mir nur, das ist jetzt doch nicht wahr. Das ist jetzt doch nicht wahr. Jetzt habe ich da die ganze Suppe hinten dran gehabt und musste erst mal alles putzen, rausräumen, rausschrauben, raussortieren. Und das alles innerhalb von einer halben Stunde. Übrigens, eine Bananenzahnbürste. Frag mich nicht, wieso die Form. Sie findet diese Zahnbürste übrigens toll. Bitteschön. Oh, Zähne putzen? Die hat noch keinen Zahn. Aber da kommen wir zum nächsten Thema. Ich glaube, da kommt ein Zähnchen. Ja. Baby M ist jetzt aus diesem Schub Gott sei Dank raus. Also zumindest ist es gerade so, ne? Gut, wir hatten ja wirklich seit Anfang Januar waren wir in so einem Schub festgehangen, wo nichts ging. Kein richtiger Schlafrhythmus, kein richtiger irgendwas. In der Nacht 20.000 Mal wach werden und Horror. Jetzt wird's gut. Und jetzt kündigt sich anscheinend ein Zahn an. Und ich denke mir so, ich will einfach nur schlafen. Ich bin wirklich, ich habe akuten Schlafmangel. Und das ist zwar so heftig, dass ich abends, wenn ich sie um 9 ins Bett bringe, länger hält sie meistens nicht aus, dass ich mich einfach mit dazulege und instant einschlafe, weil sie nachts immer noch ein paar Mal kommt. Sie will einfach bloß ein bisschen so, ne, Titte ran und dann schläft sie gleich wieder ein. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, dieses 8-Kilo-Baby durch die Gegend zu schleifen den ganzen Tag. Beziehungsweise sie lässt sich eigentlich ganz gut beschäftigen, aber halt, das hält nicht dauerhaft oder lange. Das heißt, ich kann sie halt hinsetzen, kann ihr das Spielzeug in die Hand drücken. Bitteschön. Und dann spielt die halt ein paar Minuten mit sich selber und irgendwann fängt sie halt zum Knatschen an, weil es ist halt langweilig und passiert halt nicht mehr. Was ich vollkommen verstehen kann. Knistert, gell? Anders wie beim Spaziergang ist halt, wenn sie wach ist, ist sie wach. Das heißt, du kannst schon mal weggehen und so. Also ganz besonders hast du wieder einen Haar im Mund. Ganz besonders, wenn du halt eben, keine Ahnung, aufs Klo musst oder du musst jetzt was essen oder sonstiges, dann kannst du halt schon mal weggehen. Kann aber sein, dass sie halt dann in vollem Geschrei losgeht. Gell? Machst du dann immer. Das gefällt dir, gell? Ja, ist schon hab's verstanden. Bip, 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 bip. Dementsprechend gibt es sehr viele Momente, wo du dir einfach nur denkst, what the fuck? Please, Kind, schlaf einfach. Ja. Seit neuestem hat sie jetzt auch die Macke da, oder was heißt die Macke? Sie hat eine neue Aufwachzeit, die jetzt zwischen 7 Uhr und 7:30 Uhr ist, anstatt 8 Uhr. Nicht so ein großer Unterschied, nein, ist wirklich nicht. Wenn du aber nachts 5, 6, 7, 8 mal, 9 mal wach wirst, hast jetzt Hunger, gell? Heißt Hunger. Okay. Dann merkst du das irgendwo. Ja. Deswegen, ich bin froh, ich bin heute geduscht. Wir waren heute beim Kinderarzt impfen. Ich war beim Zahnarzt Zahnreinigung gemacht. Ja, du kriegst jetzt gleich Essen. Und der Hund ist gerade mit der Freundin draußen spazieren. Ich muss mich da jetzt gerade nicht drum kümmern. Das heißt, ich habe ein bisschen. Baby M hat geschlafen heute Nachmittag. Was bedeutet, ich habe auch ein bisschen lernen können. Das heißt, ich bin ausgeglichen wie seit schon sehr langer Zeit nicht mehr. Mal gucken, wie das zum Abend hin wird, weil meistens ist dann nochmal nervliches Frack. Ja, ich versuche ein bis zweimal die Woche Yoga zu machen, ui, und dann halt ins Fitnessstudio zu gehen. Funktioniert mal schlecht, mal recht. Die Kleine will halt einfach manchmal nicht alleine sein.
Beziehungsweise, was heißt alleine? Sie will halt einfach bei Mutti sein oder eben beim Papa sein. Bei den Schwiegereltern, also Oma und Opa, funktioniert aktuell gar nicht. Sie kriegt da richtige Schreianfälle. Gut, okay, dann ist es halt einfach so. Dementsprechend muss halt Mama ein bisschen zurücktreten. Ich meine, ich bin ja nicht umsonst Mama. Ne? Mein Leben dreht sich jetzt um dieses kleine Wesen, das sich nicht selbst versorgen kann. Dementsprechend gibt es aber halt fitnesstechnisch nicht sehr viel Wandel. Fitnesstechnisch gibt es tatsächlich eine kleine Neuigkeit. Und zwar habe ich einen neuen Kooperationspartner. Sports Babe. Hier eine kleine Einblendung. Und zwar spart ihr mit dem Code NIKI15 ganze 15% auf den Einkauf. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Natürlich. Und ihr unterstützt mich ein bisschen darin, wenn ihr mit diesem Code einkaufen geht. So, ich verabschiede mich, sage Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns spätestens im nächsten Vlog wieder. Ich muss jetzt die Kleine ein bisschen beschäftigen, die wird nämlich gerade knatschig. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss, haut rein!